Sehr gut. Während der Fahrt würde ich Sie bitten, sitzen zu bleiben, denn hier draußen sind tagtäglich um die 24.000 Fahrzeuge unterwegs. Da sind die Flugzeuge noch nicht mit eingerechnet. Von dem her kann es mal gut sein, wir legen hier eine kurzfristige Bremsung hin und ich glaube, dann reicht es, wenn ich hier durch den Bus purzel und Sie mir im Flug nicht auch noch entgegenkommen. Ja, dann begrüße ich natürlich auch ganz recht herzlich im Namen von Fraport, denn Fraport ist ja hier Betreiber und Besitzer des größten Flughafens in Deutschland. Und Sie sehen, wir begeben uns direkt raus aufs Vorfeld. Hier draußen ist eine Menge los. Jeden Tag besuchen uns hier um die 104 verschiedenen Airlines. Linke Seite kommt gerade schon der Crewbus an uns vorbei, mit den ganzen Stewardessen und Flugbegleitern. Vorne sehen Sie, steht der Co-Pilot mit dabei. Die haben ihren Flug also jetzt gerade hinter sich. Und wir werden uns während unserer Tour sozusagen mal auf die Suche machen nach dem allergrößten, dem allerschnellsten und dem allerlängsten Flieger. Und vielleicht haben wir Glück und uns begegnet auch der ein oder andere Privatjet. Ja, auf der linken Seite, direkt auf dem Taxiway, da steht Tuifly schon bereit. Sie sehen, da hängt vorne ein Schlepper dran. Die Maschine wurde gerade aus der Parkposition rückwärts rausgepusht. Das nennen wir Pushback-Vorgang. Denn obwohl so ein Flugzeug gar nicht so günstig ist in der Anschaffung, hat man wohl den Rückwärtsgang vergessen. Kein Flugzeug kann alleine rückwärts raus, ne? Die sind jeweils angewiesen auf die Hilfe dieses Schleppers. Wenn Sie dann mal auf die rechte Seite überschauen, dann sehen Sie hier Thomas Cook und um die Parkposition herum, da kann man immer ganz spannende Prozesse beobachten. Sie sehen, hier stehen ganz viele Frachtpaletten, denn bei jedem Flug, da gehen nicht nur die Passagiere mit rein, sondern bis zu 6 Tonnen Fracht. Und die sind ganz verschieden befüllt mit Gemüse, Obst. Air Canada zum Beispiel ist der tägliche Fischlieferant. Um 14 Uhr kommt die TAM aus Brasilien, die hat jeden Tag 4 Tonnen frische Mangos mit an Bord. Das liegt dann alles noch hier unten im Frachtraum mit drin. Sie sehen, die Frachträume sind hier noch geöffnet. Und dann sehen Sie hier oben zum Beispiel noch so einen Container mit dranhängen, hier von LSG Skychefs. LSG Skychefs ist die größte Küche der Welt. Die stellen pro Tag 100.000 Mahlzeiten her. Also hier wird die Conno also gerade beliefert mit dem frischen Essen, frischen Getränken. Für manche Passagiere beginnt der Urlaub ja schon im Flieger, der darf der Champagner dann auch nicht fehlen. Na, und hier bei Conno ist die Treppe noch dran, also noch können sie umsteigen. Conno fliegt zu der Uhrzeit raus in die Karibik. Auch schon zur Superlative. Der eine oder andere hat es schon gesehen. Auf der rechten Seite steht die Thai mit der A380, größtes Passagierflugzeug der Welt. Wir haben hier eine Flügelspannweite von 80 Metern. Das heißt, sie passt einmal auf ein Fußballfeld. Und Sie sehen hier durchgehend 2 Stockwerke. Oben drin sitzt First und Business Class, unten im Keller sozusagen die Holzklasse für uns Normalsterbliche, die Economy Class. Ja, hier nehmen nachher bis zu 500 Passagiere Platz. Also eine ganze kleine Stadt passt da rein. Sie dürfen mal schätzen, wie schwer ist sowas? Tonnen, ziemlich gut geschätzt. Wir liegen hier bei 560 Tonnen. Für die Kleinen hier drin im Bus, das Flugzeug hier neben uns ist so schwer wie 560 Elefanten. Ja? Und die heben nachher auch noch ab. Und
ganz schön einen Tankprozess beobachten. Sie sehen, unter der Tragfläche steht ein Tankdispenser. Da führen gerade zwei Schläuche in den Flügel rein. Da fließen gerade 2000 Liter pro Minute in die Tragfläche. So ein Tankprozess dauert hier etwa 40 Minuten. Zum Vergleich, Sie morgens mit Ihrem Fahrzeug, Sie werden in 0,6 Sekunden vollgetankt. Und unter dem Flughafen, hier unter dem Beton, befindet sich dann ein sogenanntes Unterflurhydrantensystem. Es kommt hier von den großen Tanks und jede Maschine kann sich hier direkt nebendran in den Boden einstöpseln. Also Sie brauchen hier keine großen Tanklaster, nur diesen einen kleinen Tankdispenser. So, hinter uns schmeißt TUIfly die Triebwerke an. Wir bleiben gerade noch einen Moment hier stehen, denn die müssen jetzt hier gleich an uns vorbeirollen. Sie sehen, der Schlepper hat sich unten gelöst. Der Pilot hat das Startsignal erhalten. Und wir rollen jetzt hier über den Taxiway raus an die Startbahn. Sie können hier schön beobachten, der Pilot versucht direkt auf der gelben Linie zu rollen. Denn die gelben Linien hier draußen auf dem Gelände, die sind nur für die Piloten da. Nur wenn Sie sich darauf befinden, dann können Sie sicher sein, dass Sie mit den langen Tragflächen uns Fahrzeuge oder die Gebäude nicht beschädigen. Ja, und Sie sehen jetzt hier schön hinter dem Triebwerk flimmert die Luft. Denn da hinten dran hat es jetzt 1000 Grad. So, und hier rechte Seite sehen Sie gerade noch so einen Schlepper. Die können hier auch so eine A380 aus der Parkposition raus pushen. Die haben bis zu 1400 PS, damit die hier unsere Kolosse überhaupt rückkompakt nehmen können. Ja, und hier bei der Thai sehen Sie jetzt auf der rechten Seite drei Fluggastbrücken. Und da steigen dann nachher die Passagiere direkt in ihre Klasse ein. Sie sehen hier oben sogar eine dritte Fluggastbrücke, die ist ganz neu für die A380 gebaut worden. Und die wurde erst konzipiert. Das heißt, jeder Flughafen musste komplett umgebaut werden, wenn er die A380 begrüßen wollte. Vorbei an Terminal 1. Das ist der Bereich, in dem ich Sie vorhin noch abgeholt habe. Und dieses erste Terminal, das wurde ursprünglich 1972 gebaut. Und es wurde konzipiert damals für 14 Millionen Passagiere. Und damals dachte man sich noch, 14 Millionen? Das ist eine unglaubliche Zahl. Das reicht uns bis in alle Ewigkeit. Dem war natürlich nicht so. Heute werden hier allein über Terminal 1 40 Millionen Passagiere abgefertigt. Seit zwei Wochen sind auch die neuen Verkehrszahlen draußen. Wir haben im letzten Jahr die 60 Millionen Passagiergrenze durchbrochen. Wir liegen momentan auf Platz 4 in Europa. Vor uns liegt der Flughafen in Istanbul, Platz 2 ist Paris-Charles de Gaulle und Platz 1 ist London Heathrow. Bei den Touren auch immer mal links oder rechts rumdüsen. Pro Woche haben wir hier draußen auf dem Gelände um die 100 verschiedene Einsätze. Die sind meistens zum Glück nicht am Flieger, das haben wir nur ganz, ganz selten. Aber hier unter uns liegen natürlich ganz viele Rohre und
wir hier blinken mal ein Lämpchen falsch und dann gehen wir natürlich hier direkt in Einsatz, um das alles zu prüfen. So, von der A380 kommen wir hier noch zu einer Besonderheit. Auf der rechten Seite kommen wir vorbei am Dreamliner. Sie sehen die Aufschrift 787 Dreamliner. Ja, der hat bei uns den Spitznamen der Plastikflieger, denn hier wurde hauptsächlich Carbon verbaut. Das heißt, die Maschine hier neben uns ist ganz leicht und auch sehr leise. Und jetzt schauen Sie sich mal hier die Triebwerke an. Sehen Sie das? Sie sind nicht rund wie alle anderen, sondern die haben so Zacken drumherum. Und wenn Sie mal hier linke Seite von der Lufthansa vergleichen, ne? Normale Triebwerk ist rund. Hier haben wir links und rechts eine aufgeplatzte Eierschale mit dran. Das sind sogenannte Chevron-Nozzle-Triebwerke. Wenn die nachher an sind, dann verwirbeln sich durch die Zacken die 1000 Grad Innenhitze mit der kalten Außenluft und dadurch entsteht ein Schallschutz ums Triebwerk. Das heißt, die gezackten Triebwerke, die Ihnen hier auf dem Gelände begegnen, die sind rund 30% leiser als alle anderen. Und das ist ziemlich wichtig, denn wie viel ein Flugzeug heute zahlt, damit starten und landen kann, das passt sich an die Lautstärke an. Das heißt, der Dreamliner, der zahlt hier um einiges weniger. Ja, und gleichzeitig sind hier größere Fenster mit dazu gekommen, die können Sie auf Knopfdruck verdunkeln lassen. Dann haben Sie sozusagen eine Panoramasicht. Ja, wir begeben uns jetzt mal direkt an Start- und Landebahn. Eigentlich kommt es erst ein bisschen später, aber die A380 müsste gleich zu uns reinkommen, nach Frankfurt. Das heißt, Sie sehen jetzt hier gleich den Größten der Größten bei der Landung. Befinden sich unsere Start- und Landebahnsysteme. Wir stehen jetzt hier gleich direkt neben der Centerbahn und parallel zur Centerbahn verläuft die Südbahn. Hier in der Mitte kann gestartet und gelandet werden und das richtet sich dann jeweils nach der Windrichtung. Alle Flugzeuge starten immer gegen den Wind. Für die Kinder ist es wie beim Drachensteigen. Wart ihr schon mal Drachensteigen? Ja? Ja? Die Großen, alles klar, ne? Denn den Drachen lasst ihr auch gegen den Wind starten. Und so ist es bei unseren Flugzeugen auch. So, und ich sehe Sie auch schon in der Weite. Wenn Sie mögen, können Sie jetzt auch gerne aufstehen und rüber ans Fenster gehen. Das ist die Emirates, die bei uns landet und die kommen jetzt direkt aus Dubai. Das heißt, die werden den Frachtraum wahrscheinlich gefüllt haben mit frischen Datteln und Feigen und allen feinen Dingen. Ja, die Senta und die Südbahn sind dann hier jeweils 4 Kilometer lang. Und wir sprechen in Frankfurt davon, dass alle 50 Sekunden ein Flugzeug startet oder eins landet. Und am Tag sind es dann bis zu 1300 Starts und Landungen bei uns. Ja, und Sie sehen vielleicht jetzt schon, die sind unglaublich langsam aus. Deswegen trägt die bei uns auch den Spitznamen die fette Hummel. Und die sieht aus, als würde sie jetzt gleich direkt vom Himmel fallen.
aufgrund der Masse und des Gewichts. Sieht es nicht aus, als hätte die jetzt gerade noch um die 280 Stundenkilometer drauf. Ja, dieses Prinzip, gegen den Wind zu starten, das bringt uns hier in Frankfurt zu einem Problem. Denn 3 bis 4 Mal täglich wechselt hier draußen die Windrichtung. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, wenn hier Flugspitze ist, dann stehen hier manchmal bis zu 10 Maschinen hintereinander, warten gespannt, dass sie raus können, und dann wechselt die Windrichtung. Dann müssen Sie es schaffen, alle Maschinen am Boden, genauso die im Luftraum, einmal in die andere Richtung umzulenken. So, achten Sie mal drauf, wenn die Maschine gleich aufsetzt, entsteht eine Rauchwolke da drüben. So, Rauchwolke ist da, jetzt öffnen sich die Triebwerke. Sehen Sie das? Im Triebwerk ist ein schwarzer Spalt entstanden. Und jetzt bremst sie aus. Erstmal zur Rauchwolke. Sie müssen sich vorstellen, wenn die Maschine aufsetzt, dann müssen die Räder von 0 auf 270 Stundenkilometer beschleunigen. Dabei wird so viel Gummi abgerieben, dass es hier zur Rauchwolke kommt. Und jedes halbe Jahr etwa muss dann hier ein Team über die Landebahn und das ganze Gummi einlesen, denn sonst wird es für die nachfolgenden Piloten zur reinen Rutschpartie. Na, und dann haben Sie gesehen, dieser Spalt im Triebwerk, das nennt man den Umkehrschub. Na, normalerweise geht die Luft da hinten aus dem Triebwerk raus, durch die Öffnung geht die Luft vorne raus und dadurch kann die Maschine ausbremsen. Ja, und für die Kinder jetzt rechte Seite hier gleich nochmal unsere Feuerwehrautos. Die sind ganz speziell für den Flughafen gebaut worden. Also die gibt es sonst draußen im Straßenverkehr so in der Art nicht. Das ist hier die Feuerwache 2. Und wir haben nicht nur eine Feuerwache auf dem Gelände oder zwei, wir haben gleich 4 auf einmal. Die sind hier rund um Start- und Landebahn angebracht, so dass die hier so schnell wie möglich dann in Einsatz kommen können, wenn dann hier wirklich mal eine Notlandung bei uns stattfinden sollte. Was schätzen Sie dann, wie lange haben die Jungs und Mädels Zeit, um hier in Einsatz zu kommen? 3 Minuten. Exakt, 3 Minuten. Startbahn Westin ist sogar eine Einsatzzeit von 2 Minuten. Es wird regelmäßig kontrolliert und sollte das hier nicht eingehalten werden können, muss ein kompletter Flughafen dicht machen. Der wird geschlossen. Wir müssen jetzt hier stehen bleiben. Flugzeuge haben natürlich immer Vorfahrt. Da haben wir wenig Chancen. Und vor uns wird gerade einmal die A330 abgeschleppt. Die kommt wahrscheinlich gerade von einer unserer Wartungshallen. Das heißt, hier sitzen jetzt keine Piloten und keine Passagiere drin. Die wurde die letzten Tage wahrscheinlich geprüft, repariert und kommt jetzt zurück zum Terminal. Ja, linke Seite oben, über den Gebäuden sehen Sie einen Landeanflug auf die Landebahn Nordwest. Die Maschine fliegt jetzt die Landebahn an, die außerhalb des Flughafens liegt.
Die Männer hier hatten rechte Seite, sind ein paar schicke Autos. Wir gehören hier zu unserem VIP-Service mit dazu. Manchmal haben wir natürlich auch die großen Persönlichkeiten bei uns. Die Queen zum Beispiel hat uns schon besucht. Frau Merkel ist natürlich auch regelmäßig hier bei uns. Und wir fahren jetzt ein in den ganz neuen A-Plus-Bereich. Diese 800 Meter lange Glasfront, die Sie vor sich sehen, die ist vor etwa 3 Jahren hier ganz neu entstanden. Hier wurden 7 Langstreckenpositionen gebaut, damit wir hier eine zusätzliche Kapazität für 6 Millionen Passagiere haben. Das heißt, wenn Sie jetzt Urlaubswünsche haben, die in die ganz fernen Länder gehen, dann steigen Sie wahrscheinlich hier im A-Plus-Bereich ein. Sie können hier morgen schon rausfliegen nach Südafrika. Sie sehen hier neben uns den Jumbo. Die fliegen raus nach Thailand und nach Indien. Und nachmittags geht es dann raus nach China und Japan. Auch hier nochmal den Jumbo. Den erkennen Sie ganz gut daran. Der hat vorne diesen Rüppel drauf. Drin noch die First Class. Auch hier der neue Jumbo hat auch die neuen Triebwerke. Sie sehen, hat wieder diese Zacken mit dran. Und zum Jumbo gibt es zu sagen, der war früher das größte Passagierflugzeug der Welt. Der wurde jetzt natürlich abgelöst durch die A380. Und dann haben die sich von Boeing hier gesagt, alles klar, Freunde, nicht mit uns. Haben hinten an den Jumbo 1,5 Meter dran gebaut, damit Sie jetzt sagen können, Sie haben die allerlängste Maschine. Der Herr hier mit der grauen Hose, das ist gerade der Lademeister. Der koordiniert hier, in welcher Reihenfolge diese ganzen Frachtpaletten eingeladen werden. Sie sehen, der hat wie so ein iPad um die Schultern hängen. Da ist jedes einzelne Gepäckstück verzeichnet. Hier befinden sich hier in diesen AKE-Boxen, die orangenen. Und erst wenn es zum Beispiel die Frau Müller hier drinnen eincheckt, dann sieht er alles klar, Frau Müller sitzt drinnen. Und dann wird die Box hier grün und dann weiß er, alles klar, ich kann die nächste Box jetzt einladen. Ne? Also es ist nicht mehr so wie früher, dass sie das einladen, dann ist Frau Müller noch gar nicht da, dann packen sie das alles wieder raus, sondern das funktioniert jetzt hier alles über ganz viele Absicherungssysteme ganz automatisch. Und ihre Koffer, die einzelnen Koffer, kommen dann hier auch über dieses Rollband hinten in den Bellybag 5. Ne? Da kommen einzelne Kofferstücke rein, aber zum Beispiel auch Haustiere. Manche Passagiere entscheiden sich, Hund und Katze sollen mitfliegen. Und die kommen dann aber jeweils als allerletztes mit an Bord. Da ist keiner mit im Frachtraum dabei. Also jetzt sitzt dann hier drinnen und ordnet das alles ein. Also da dürfen sie nicht groß sein für den Job. Aber wenn die Piloten wissen, dass Hund und Katze mitfliegen, dann lassen die Licht und Heizung an. Das gab es vor einigen Monaten. Da ist die Air Canada bei uns notgelandet. Bei denen ist die Heizung ausgefallen und die hatten hinten im Bellybag 5 einen kleinen Mops mit an Bord. Ja, für den Mops, ja. Finde ich auch gut. Über 300 Passagiere sind in Frankfurt notgelandet und für den Mops wird die Heizung wieder angestellt.
Sie mal nach links rausschauen, dann sehen Sie auf dem Gebäude oben drauf so einen berühmten Gebäudekomplex. Das ist einer unserer Bodentower, davon haben wir zwei Stück. Und da sitzen dann die Teams drin, die alle Prozesse hier am Boden managen. Die weisen dann hier die ganzen Parkpositionen zu und koordinieren hier die ganzen Teams, die ans Werk kommen. Und die Flugzeuge müssen natürlich von Zeit zu Zeit repariert und gewartet werden. Dafür haben wir auf der rechten Seite die große Wartungshalle Nummer 5. Und da passen momentan 6 Jumbos rein. Was glauben Sie, wie viele A380? 3? 2? Kein einziger. Zum Schrecken aller Beteiligten war die A380 1,5 Meter zu hoch. Das heißt, man musste komplett neue Wartungshallen bauen für die A380. Die sind da drüben im Süden des Flughafens entstanden. Sehen Sie hier 10 große Tanks und die sind natürlich randvoll gefüllt mit dem Kerosin. Von hier aus geht also dann das Unterflurhydrantensystem an jede Parkposition. Und hier drinnen bunkern momentan um die 186 Millionen Liter. Und ganz oft kommt die Frage, wo kommt das ganze Kerosin überhaupt her? Wir sind unterirdisch mit 4 Pipeline-Netzwerken verbunden und die führen unter anderem raus bis nach Holland und versorgen uns von da aus kontinuierlich mit frischem Kerosin. So, und ich wollte hier kurz stehen bleiben, denn wenn Sie hier rechts schauen, dann sehen Sie eine Retro-Version der Lufthansa mit schwarzer Nase vorne. Als Erinnerung an die 70er Jahre hat man hier nochmal die alte Folie mit drauf gemacht. Ne, früher hat man gedacht, die Sensoren der Flieger, die geben keine Signale, solange sie nicht unter schwarzer Farbe sind. Deswegen hatten die früher noch eine schwarze Nase vorne. Am Ende der Landebahn Nordwest. Sie sehen hier rote Lichter im Boden auf der rechten Seite. Das heißt, hier hinter dieser Mauer befindet sich die Autobahn. Da fliegen die Flugzeuge drüber, sorgen für abgelenkte Autofahrer und kommen dann hier über eine Brücke zu uns aufs Vorfeld. Also da hinten können nur Landungen stattfinden. Für Starts ist die Landebahn Nordwest zu kurz. Wir entfernen uns jetzt langsam vom Passagierbereich. Wir kommen in einen Bereich, wo keine Menschen mehr in die Maschinen einsteigen, sondern all die anderen Dinge, die Sie sich überhaupt nur vorstellen können. Wenn Sie rechts rausschauen, dann sehen Sie hier unsere Frachtmaschinen und die erkennen Sie ganz gut daran, die haben keine Fenster. Klar, braucht die Fracht nicht so wie wir zum Rausschauen. Und wir haben hier die rechte Maschine,
Das ist die 777, wird auch als ganz normaler Passagierflieger benutzt. Das ist unser Porsche. Denn hier neben uns steht das momentan schnellste und wendigste Passagierflugzeug oder Frachtflugzeug überhaupt. Die haben die größten Triebwerke der Welt verbaut. Pro Triebwerk sprechen wir hier von 4 Metern Durchmesser. Das heißt, wir könnten mit dem Bus gerade einmal durchs Triebwerk durchfahren, wenn die Rollen drin wären. Sie sehen hier schön, wie die ganze Fracht über Rollbänder reinkommt in den Frachtraum. Sie können die ganz unterschiedlich beheizen. Sie machen es hinten im Flieger schön warm und laden Handys ein, Tablets, und vorne kühlen sie das Ganze runter und laden zum Beispiel frischen Fisch ein. Hier kommen bis zu 110 Tonnen Fracht jeweils mit rein. Und linke Seite, da steht nochmal ein anderer Frachter. Sie sehen, der hat hinten ein drittes Triebwerk auf dem Buckel. Da können Sie jetzt ein Foto machen, denn Sie sind vielleicht die Letzten, die die Maschine hier lebend bei uns zu sehen bekommt. Das ist die MD-11, ein ganz alter Frachter. Damals hat man gesagt, kein Flieger darf über den Atlantik fliegen, wenn er kein drittes Ersatztriebwerk mit dabei hat. Heute ist die unglaublich unbeliebt durch dieses dritte Triebwerk, weil die einfach sehr, sehr laut ist und wird deshalb bald nicht mehr im Dienst sein. Und jetzt nochmal für die Kinder. Hier gehen nicht nur Gegenstände mit in den Flieger, sondern auch ganz viele Tiere. Und wir haben hier bei uns am Flughafen eine große Animal Lounge. Allein im vergangenen Jahr sind hier rund 15.000 Haustiere mitgeflogen. 80 Millionen Fische waren auch mit dabei. Lebend. Zootiere hatten wir auch mit dabei, unter anderem Löwenbabys, ein afrikanisches Nashorn und ein Baby-Nilpferd. Das Einzige, von was sich Fraport klar distanziert, sind Testtiere, die für medizinische Zwecke hin und her transportiert werden sollen. So, wir fahren über den Taxiway drüber. Sie sehen, rechte Hand bewegen sich die ganzen Maschinen hinter auf die Startbahn West. Die starten dann hinten am Wald. Oh, hier auch nochmal ganz schön, nochmal eine Retro-Version von der Lufthansa, diesmal aus den 50er Jahren. Mit schwarzer Nase wieder. Exakt. Was finden Sie schöner? Alt oder neu? Welche Sie schöner finden? Die alte oder die neue Lackierung? Die alte hat natürlich Charme. Ne? Oder? Das ist mich auch. Da sehen Sie auch schön, vorne im Triebwerk ist eine Spirale aufgemalt. Das haben alle Flugzeuge bei uns auf dem Gelände. Die Spirale ist speziell für die Vögel da. Wenn die sich nachher schnell dreht, dann sieht es für einen Vogel aus wie ein gefährliches Greifvogelauge. Und dann werden die abgeschreckt und fliegen nicht ins Triebwerk rein. Wir befinden uns hier mit im Flugzeugkindergarten. Hier stehen also die ganzen kleinen Mini-Hopper. Mit den Fliegern geht es nachher raus an Flughäfen, die ganz nah an uns dran liegen. Hamburg, Berlin. Dresden zum Beispiel. Ja, dieser Flugzeugkindergarten ist aber auch ein ganz wichtiger Bereich für uns, denn rund 52% der ganzen Passagiere steigen bei uns nur um. Die kommen mit den großen Fliegern nach Frankfurt, werden dann hier gebündelt auf die ganzen kleinen und fliegen dann an ihren Zielflughafen.
den Süden schauen, da sehen Sie noch eine große Halle, da sind die Türen auch gerade geöffnet. Das ist die Halle, die speziell für die A380 gebaut wurde. Da passen momentan 3 Stück rein. Sie sehen, vorne dran steht auch gerade eine. Hier werden die Triebwerke getestet. Und unsere komplette Flotte hier in Frankfurt beträgt 14 A380. Und damit sind wir auch komplett. Um so einen kleinen Größenvergleich aufzustellen, wir haben 14, Emirates hat 140 bestellt. Stückpreis momentan $400 Millionen. Überholen wir hier die Lufthansa Regional, auch die wird abgeschleppt. Auch die gelangt höchstwahrscheinlich in die Wartungshalle rein. Sie sehen vorne dran rollt noch ein Follow-Me-Auto. Je nachdem, welche Qualifikationen wir unsere Vorfeldmitarbeiter haben, werden die dann hier noch genutzt von unseren Follow-Me's. Manchmal haben sie auch den Fall, dass ein Pilot das allererste Mal nach Frankfurt kommt. Können sich vorstellen, die kennen sich hier überhaupt nicht aus. Die wissen gar nicht, wo sie parken sollen. Na, dann rufen die natürlich hier auch eines unserer Follow-Me-Autos, werden dann direkt an der Landebahn abgeholt und begleitet bis zu sich in die Parkposition. Jetzt haben sie gleich den ersten Start. Neben sich schon mal von der Centerbahn geht die Lufthansa raus. Hebt ab mit rund 300 Stundenkilometern und zieht so schnell wie möglich jetzt das Fahrwerk ein. Natürlich nicht gebraucht beim Flug. Ja, und Sie haben vielleicht auch gehört, dass im vergangenen Oktober der Spatenstich für Terminal 3 stattgefunden hat. Wenn Sie nochmal rüber in den Süden schauen, da sehen Sie, da wo auch gerade Etihad rollt, hinten dran ganz viele Lichtmasten. Das war früher alles Militärgelände. Das war die Airbase der Amerikaner. Und die sind 2005 abgerückt nach Ramstein. Das heißt, wir haben da hinten auf dem Gelände jetzt Platz für das dritte Terminal. Ja, wir sind ganz schön viele Bagger hier auf dem Gelände, das kannst du mir glauben. Ja, da hinten entstehen gerade 24 neue Parkpositionen für 14 Millionen Passagiere. Das bei uns auf den Himmel aufpasst, auf die ganzen Flugbewegungen. Dafür haben wir hier auf der linken Seite den Tower. Da oben drin in 70 Meter Höhe sitzen unsere 8 Fluglotsen. Jeder Fluglotse koordiniert 10 Flugzeuge gleichzeitig. Die arbeiten am ganzen Tag 6 Stunden insgesamt und nach 2 Stunden ist Pause. Und so einen Sport- und Spannungsbereich, machen dann da jeweils etwa eine halbe Stunde Pause und dann geht's weiter. Dann letztens hatte ich einen Kindergarten hier drin, da hat ein Mädchen zu mir gesagt, es ist ja gut, dass die Fluglotsen so viel verdienen, denn die müssen ja schließlich mehrmals am Tag die Treppe hoch und runter. Damit diese ganzen Prozesse
so hier funktionieren kann, wie Sie es während der Rundfahrt erlebt haben, arbeiten hier momentan 80.000 Menschen zusammen. Wir sind der größte regionale Arbeitgeber in rund 500 verschiedenen Unternehmen, sind die hier tätig, auf dem Vorfeld, aber natürlich auch hier drinnen im Terminal. Ne? Denn da drinnen gibt es ja nochmal ganz viele Bars und Restaurants, zwei Supermärkte, Friseure, seit zwei Wochen zwei Yoga-Studios, falls jemand länger Aufenthalt hier hat. Ein Hundehotel gibt es auch, falls Hund und Katz hier Urlaub machen sollen. Verschiedene Gebetsräume für jede Glaubensrichtung. Und man kann sogar ganz neu hier heiraten. Wenn Sie direkt hier heiraten und dann raus in die Flitterwochen. Den ich Ihnen während der Rundfahrt leider nicht zeigen kann, das ist die Gepäckförderanlage. Denn die Gepäckförderanlage, die liegt bei uns unter dem Beton. Hier unter dem Flughafen verlaufen 81 Kilometer Gepäckförderband und das über drei Stockwerke. Ja, und dieses System unter uns ist dann jeweils auch verbunden mit diesem iPad, das Lademeisters hier, also das geht auch dann jeweils erst über die Erde, wenn Frau Müller dann jeweils im Flug am Flughafen angekommen ist oder hier am Gate dann direkt. Ja, mit diesen ganzen Eindrücken ist unsere Rundfahrt auch schon beendet. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie konnten hier ein paar Eindrücke aufschnappen. Wurde schon ganz schön warm hier drinnen, ne? Jetzt kommt die Sonne einmal raus. Wenn Sie Lust haben, hier über unser Köpfen verkehrt die Skyline zwischen Terminal 1 und 2 kostenlos hin und her. Da könnten Sie mal noch einen Blick von oben auf das ganze Geschehen werfen. Und ansonsten bedanke ich mich jetzt für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn wir gleich wieder ankommen, bitte nehmen Sie alles mit, nichts vergessen. Denn wir kommen nicht mehr hier zurück in den Bus. Sonst finden Sie das heute Abend auf ebay.de. Und dann sehen Sie gleich auf der rechten Seite so grüne Türen, da gehen wir alle gemeinsam durch. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie nochmal auf mich zukommen. Und ansonsten noch einen schönen sonnigen Tag. Dankeschön. Dankeschön.